ganz viel Feingefühl ist gerade gefragt. In der Glashütte von Heinz Glas in Piesau. Die neue Elektroschmelzwanne steht und muss jetzt auf Temperatur gebracht werden. Ganz ohne Gas geht das noch nicht. Nein, wir benötigen noch Gas zum Aufheizen der Wanne. Die wird mit 5, 6 Grad die Stunde durch die Gasflammen im Prinzip komplett erhitzt über 10 bis 12 Tage. Und dann im Prinzip werden Scherben eingelegt. Über ein Förderband kommen die Scherben und die anderen Rohstoffe für das Glas in die Wanne. Wenn die Wanne dann voll ist, wird im Prinzip umgeschaltet. Es kommen Heizstäbe ins Glas hinein. Glas leitet den Strom, wenn es flüssig ist, sodass dann im Prinzip Energie zugeführt wird über die Elektroden. Die Gasbrenner werden dann gestoppt. Rund 17 Millionen Euro hat das Unternehmen bis jetzt investiert. Eigentlich wollte Heinz Glas die alte Gasschmelzwanne noch mal reparieren. Doch dann kam die Energiekrise mit drastisch steigenden Gaspreisen dazwischen. Ein Glück, sagt Geschäftsführerin Carletta Heinz. Also mir persönlich hat es tatsächlich in der internen Kommunikation geholfen, weil ich hatte dann halt irgendwie ein bisschen Futter gegen die Gaswanne zu argumentieren und konnte dann auch meine Kollegen und auch meinen Vater überzeugen, dass wir auch hier in Piesau auf eine Elektrowanne umstellen sollten. Denn die Unternehmerin hat ein ganz klares Ziel, das sie beharrlich verfolgt. Ich stelle mir für das Werk hier in Piesau tatsächlich vor, dass das die erste, weltweit die erste Glashütte wird, die auf fossile Energieträger verzichten kann. Bis dahin ist es noch ein ganzes Stück Weg. Aktuell kommt der Strom für die Piesauer E-Wanne ganz normal aus der Leitung. Carletta Heinz hofft, dass der Ausbau erneuerbarer Energien schneller vorangeht und will auch selbst investieren, in Windparks beispielsweise. In Piesau soll außerdem in den nächsten 2 bis 3 Jahren eine weitere Elektroschmelzwanne entstehen. Eine, die es weltweit noch nirgends gibt. Vom Bund gab es dafür rund 15 Millionen Euro Fördergeld. Deswegen haben wir auch die Förderung bekommen, weil das eben eine innovative Elektrowanne ist. Und der Innovationscharakter kommt daher, dass man mit der neuen Elektrowanne dann einen deutlich höheren Anteil an Scherben einschmelzen kann, als in der herkömmlichen Elektrowanne jetzt der Fall ist. Die Kosten insgesamt belaufen sich auf bis zu 60 Millionen Euro. Für die rund 280 Mitarbeiter in Piesau startet Anfang Oktober, nach einem halben Jahr Baupause, erst einmal wieder die Produktion.